Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu diesem Video. Heute sprechen wir über das Loopdeck Live. Ein ziemlich geniales Tool, wenn du Fotos und Videos bearbeitest, aber auch wenn du gerne streamst und live gehst über YouTube meinetwegen oder Twitch, dann kannst du damit eine ganze Menge machen. Aber warum es nicht nur für die Streamer geeignet ist, sondern vor allen Dingen auch für die Foto- und Videografen, das schauen wir uns jetzt an und ich wünsche dir dabei viel Spaß. Loopdeck hat mir dieses Gerät zur Verfügung gestellt, um es euch in diesem Video zeigen zu können. Vielen Dank an Loopdeck für die Möglichkeit. Ich denke, für euch ist es sehr interessant zu sehen, was kann denn das überhaupt? Ich würde sagen, wir fangen sofort an. Loopdeck ist eine Firma, die sich darauf spezialisiert hat, Geräte herzustellen, die Foto- und Videobearbeitung deutlich einfacher machen, die in den Workflow sich so integrieren, dass du mit wenigeren Handgriffen deine Ergebnisse erreichen kannst. Und da gibt es verschiedene Produkte und es gibt unter anderem auch diese Live-Version. Das Loopdeck Live, wie der Name schon sagt, wurde dafür konzipiert, um Gamern, Streamern, aber auch Fotovideografen unter die Arme zu greifen und um ihnen ein Tool an die Hand zu geben, wo sie sehr effektiv mitarbeiten können. Der Vorteil an diesem Gerät ist, du kannst es komplett frei konfigurieren. Du hast verschiedene Drehregler, du hast sehr viele Tasten, du hast ein Touchpanel und du kannst es per Software am Rechner so für dich einstellen, dass es für dich optimal läuft. Kannst du verschiedene Plugins draufziehen. Das heißt, du hast ganz viele Möglichkeiten, dir dieses Gerät gut zu konfigurieren. Kommen wir zur Haptik. Das Gerät wurde aus Aluminium gefertigt, das heißt, ihr habt eine sehr hochwertige Verarbeitung. Die Drehregler und die Tasten sind dementsprechend auch sehr hochwertig, fassen sich wirklich sehr gut und solide an. Ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich hier nach 20.000 Mal drehen und drücken quasi den Regler kaputt gemacht habe, sondern das Ganze fasst sich sehr gut an und ich denke, du wirst damit viele Jahre auch deine Freude haben und lange mitarbeiten können. Die Verarbeitung betrifft aber nicht nur das Gerät, sondern ihr habt auch ein dementsprechend mitgeliefertes USB-C-Kabel mit einem Adapter auf USB-A 3.0. Das heißt, du brauchst dir über den Anschluss keine Gedanken machen. Wenn du noch einen normalen USB-Anschluss an deinem Rechner hast, dann nimmst du einfach diesen Adapter und dann funktioniert das genauso. An und für sich, für alle anderen gilt dann USB-C einstöpseln, los geht's. Das Kabel an sich wurde auch hochwertig verarbeitet, es ist sehr verwindungssteif. Es hat auch außen so eine Stofftextur, also es ist schon nicht billig, es ist schon sehr hochwertig. Ansonsten habt ihr hier in dieser Verpackung, wie ihr schon gesehen habt, nichts weiter dabei. Hier findet ihr dann das Gerät drin in der Box. Ich zeige es mal. Da gibt es noch ein bisschen Bedienungsanleitungspapier und noch einen Garantiehinweis. Was mir gleich von Anfang an gefällt, ist die Stromversorgung. Und zwar wird das Ganze über den Laptop oder über den Mac bzw. über den Desktop-Rechner betrieben. Du musst kein extra Netzteil anschließen oder kaufen. Finde ich schon mal ziemlich gut. Das heißt also, du kannst mobil wunderbar damit arbeiten. Da ich als Foto- und Videograf häufig Bilder und Videos bearbeite, brauche ich also sinnvolle Automatismen, die meinen Workflow einfacher und vor allen Dingen effizienter und schneller machen. Und da helfen mir solche Tools natürlich wunderbar, denn ich kann damit effizienter arbeiten, bin nicht mehr an die Maus und die Tastatur gebunden, sondern kann hier sozusagen all meinen Workflow hier reinpacken und sagen, das möchte ich so machen, das möchte ich so schneiden oder bearbeiten und einfügen und dann ist mein Bild fertig oder mein Video dementsprechend angepasst in dem Teil und dann kann ich zum nächsten Clip gehen. Und es ist in der Tat so, dass du deinen Workflow damit wirklich effizienter gestalten kannst. Also wer von euch mit einem Grafiktablet schon gearbeitet hat, der weiß, was ich meine. Was Retusche angeht und was das Hineingreifen in das Bild angeht, ist was ganz anderes als so mit der Maus oder mit einem Trackpad. Du kannst über die Drehregler deine Höhen und Tiefen, deine Belichtung einstellen und anpassen, sozusagen parallel. Das kannst du mit der Maus dann noch nicht so einfach machen. Und du siehst noch besser, wie sieht denn dein Bild aus? Wie wirkt denn diese Einstellung? Wie sieht das aus? Du musst quasi nicht die Drehregler immer rüberziehen, sondern du kannst hier direkt einstellen, was du möchtest. Und das finde ich sehr, sehr gut. Du hast hier 6 Einstelltasten. Du hast 7 Tasten unterhalb dessen, die dir nochmal Möglichkeiten geben zum Belegen. Wenn ich ein Foto zuschneide, kann ich es mit dem Drehregler wirklich Stück für Stück gerade machen, was mit der Maus nicht immer gut geht und hier natürlich wunderbar präzise ist. Du hast über diese 7 Tasten hier darunter die Möglichkeit, 7 Seiten dir anzulegen. Insgesamt kommst du auf mindestens 32 Einstellmöglichkeiten, die du aber noch erweitern kannst, indem du dein Touchpanel darauf auslegst, nochmal neue Presets reinstellst, nochmal andere Einstellungen reinlegst.
Also du kannst dir das über die Software ganz wunderbar anpassen. Du hast dann rechts den Reiter der Einstellungen, also welche Ebene möchtest du bedienen, und links davon kommt dann immer die Funktion. Und da gibt es gleich vorgefertigte Presets, das heißt, du hast Photoshop, Lightroom, Final Cut zum Beispiel, das ist das, was ich sehr viel nutze, vorgefertigt. Das ziehst du aus der Software auf das Gerät drauf und dann hast du es schon drin. Dann gehst du drauf auf deinem Gerät und dann hast du dementsprechende Funktionen schon da. Du kannst dann meinetwegen sagen, ich möchte das jetzt nicht benutzen und ziehe davon ein, zwei Funktionen heraus und nehme neue mit rein. Das geht natürlich auch. Grundsätzlich ist es aber cool, dass du viele Sachen schon vorgefertigt hast und sofort starten kannst. Kommen wir nochmal zur Bildbearbeitung, das interessiert ja die meisten von euch. Wenn ich jetzt hier die Drehregler bewege und dementsprechend die Belichtung anpasse und sage, wie sah das jetzt aus, bevor ich es eingestellt habe, dann musst du einfach nur die Taste reindrücken. Ich mache das mal so. Ja, so klingt das. Und wenn du es einmal reindrückst, wird automatisch die Einstellung zurückgesetzt. Das heißt, wenn du dich ein bisschen verdreht hast oder sagst, die Einstellungen gefallen mir nicht, dann musst du nicht das ganze Bild zurücksetzen oder über Shortcuts gehen. Zum Beispiel bei Mac ist es Command und Z. Dann setzt du eine Einstellung zurück oder dementsprechend öfter, wenn du mehr drauf drückst. Hier kannst du sagen, ach, die Tiefen, die möchte ich zurücksetzen, sind zurückgesetzt. Und so kannst du effizient mit einem Tastendruck sagen, das möchte ich nicht mehr oder das möchte ich. Auch sehr schön finde ich die Möglichkeit, dass ich, und das nutze ich nun wirklich sehr viel, die Möglichkeit habe, mit einem Tastendruck alle Einstellungen zu kopieren von einem Bild und auf ein neues einzufügen. Da gehe ich einfach nur in Lightroom hier auf meinen Touchpad, drücke alle Einstellungen kopieren, gehe auf das nächste Bild, einfügen, fertig. Ich muss keine Shortcuts drücken oder so oder mit Rechtsklick und die Einstellungen schauen, sondern ich kann direkt hier auf dieses Touchpanel gehen und habe meine direkte Funktion. Das ist nur ein Beispiel von vielen. Das Tolle ist, du hast aber jedes Mal, wenn du die Funktion auslöst, ein haptisches Feedback in Form einer kurzen Vibration des Gerätes. Finde ich sehr, sehr cool. Das sagt dir nämlich, Funktion wurde ausgeführt, wie ich es eingangs erwähnt hatte. Und du bist dir auch sicher dann, die Funktion wird ausgeführt, die Einstellung wird auch jetzt auf das Bild angewandt. Aber natürlich ist das nicht alles. Du kannst dir auch Spotify darüber einstellen, du kannst dir dein YouTube darüber einstellen, du kannst auch dein Final Cut Pro, dein Photoshop einstellen. Und sobald du in diese Funktion hineingehst, ich gehe jetzt mal in die Software hinein, bei Lightroom habe ich automatisch drin alles kopieren, ich habe die Vervielfältigungsfunktion drin, ich habe eine virtuelle Kopie sozusagen gleich als Voreinstellung, ich kann die Farbtemperatur anpassen, ich kann den Kontrast anpassen, die Textur, die Highlights direkt zuschneiden, ich kann mir das Format auswählen, ich kann die rote Augenfunktion, Retusche auswählen, ich kann so viele Möglichkeiten hier ausnutzen, ich kann so viel hier drin nutzen, du musst es einfach nur, und ich kann mit einem Fingerdruck auch wieder zurückgehen, genau. Also ich finde es schon ziemlich cool, dass du nicht die Funktion hier mehr raussuchen musst, sondern hier die Basics, das Grundlegende quasi schon gezeigt bekommst und es direkt anwenden kannst. Kommen wir zur abschließenden und spannendsten Frage überhaupt. Lohnt sich dieses Gerät und für wen ist es denn geeignet? Und das kann ich ganz kurz machen. Mein Fazit fällt so aus, dass es meiner Meinung nach wirklich für jeden geeignet ist, der Spaß hat, Fotos und Videos zu bearbeiten. Du hast hier eine ganz andere Möglichkeit, an deine Bilder ranzukommen. Du hast das Gefühl, du greifst in das Bild ein an deinem Rechner. Das ist so ähnlich wie in der Kamera, wenn du fotografieren gehst und dein Motiv dementsprechend einstellst in der Kamera on Location über die Drehräder, über die Verschlusszeit, die Blende und die ISO. Und so ähnlich ist es auch hier mit den Reglern. Du kannst das Bild ganz anders beeinflussen als mit einem Maustipp oder mit einem Tastenkombinationsfeld auf dem Rechner. Das ist ein ganz anderes Arbeiten. Wenn du es nicht kennst, probier es unbedingt aus. Ich habe das Gefühl, du kommst nochmal anders in deine Bilder hinein und die Bearbeitung fühlt sich einfach neuer und anders an, und ich glaube, für jeden, der da Freude daran hat, der wird auf jeden Fall hier seinen Gefallen finden. Ich kann nur von meiner Erfahrung sprechen, die wie gesagt sehr positiv zu diesem Gerät ist. Und wenn du das Gefühl hast, du möchtest deine Bilder anders bearbeiten, nicht mehr nur über die Maus oder über eine Tastenkombination am Rechner, dann schau dir dieses Gerät an. Es wird deine Arbeit mit den Bildern und den Videos auf jeden Fall deutlich verändern. Ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Ich hoffe, ich habe dir Lust auf dieses Gerät gemacht. Wenn du damit liebäugelst oder wenn du es vielleicht schon hast, schreib mir bitte unbedingt in die Kommentare, wie deine Erfahrungen sind. Und wenn du es nicht hast, schreib mir doch bitte mal, was deine Wünsche an das Gerät wären, was es denn unbedingt haben müsste, damit es für dich optimal in deiner Editierung im Workflow läuft. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es dir gefallen hat, lass mir unbedingt einen Daumen hier oder abonniere meinen Kanal. Das hilft natürlich noch mehr, das wisst ihr. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Loop Deck hat das Ganze sehr gut verarbeitet, und zwar wurde das